Hi, könnt ihr euch noch an diesen Typen erinnern? Boah, ich mag keinen Kaffee. Ja, 2 Jahre und 3.700 Abonnenten später mag ich Kaffee. Sachen gibt's. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blogstar und Freunde, heute sprechen wir über Kaffee. Ehrlich, ich mochte lange Zeit keinen Kaffee. Leider bin ich seit geraumer Zeit Diabetiker und habe meinen, Energy Drink und Coca-Cola-Konsum quasi fast auf Null gefahren. Und was bleibt dann noch über? Der gute alte Kaffee. Gut, Tee auch, aber das zählt jetzt nicht. Und was soll ich euch sagen? Er schmeckt mir mittlerweile. Ich trinke ihn zwar, und das wird einige von euch da draußen sehr abschrecken, den löslichen, den schnellen, weil ich habe keine Kaffeemaschine. Wie gesagt, ich war fast 38, 39, 38 Jahre lang, 16 Jahre lang kein Kaffeetrinker und auf einmal schmeckt er mir. Also nehme ich den löslichen, von welcher Firma auch immer, ein bisschen Milch drauf und ja, schon kann der Tag starten. Es bleibt nichts so, wie es ist. Herbert Grönemeyer hat mal gesagt, es bleibt alles anders. Und was passt natürlich zu so einem Kaffee und auch zu so einem gesteigerten Kaffeekonsum? Wenn man sich so eine schöne, schnelle Kaffeebude, eine große aus Seattle, in seine Stadt holt. Und dann am besten natürlich mit einem Drive-In. Und naja, ihr habt es ja am Thumbnail eh schon gesehen. Ich stelle euch heute von Mold King das Café vor aus der Novatown-Serie, das Coffeehouse von Onxiang, die 16036, 2728 Steinchen ab. Wie viele Jahren ist es ungefähr da? 8 Jahren. Wobei das ja immer die gut geschulten Ingenieur-Achtjährigen aus China sind. Das Ding hat auch, glaube ich, eine Beleuchtung, beziehungsweise ist es so modular. Schon etwas länger auf dem Markt, habe ich mir ja damals beim Haul bei Modbricks gekauft. Und ja, Freunde, es wird Zeit, dass auch mal gebaut wird, bevor der Kaffee kalt wird, Freunde. Ja, Freunde, eine schnelle, aber qualitative, gute Tassenbrühung später liegt das Coffeehouse von Mold King Design von Ossoyang hier auf dem Bautisch. Ich habe dieses Set lange Zeit verschmäht, weil ich mir dachte, boah, sieht das langweilig aus, schwarz-weiß. Dieses Schwarze hier sieht eher aus wie so der Einschub in euren Kaffee-Vollautomaten, wo der Reste Kaffee reinfällt. Ihr wisst schon, der, wenn man ihn nicht sauber macht, schnell schimmelt. Nein, Freunde, wisst ihr, warum ich das Gebäude jetzt doch klemme? Ich habe ja nie gewusst oder es immer vor mir hergeschoben oder verdrängt, dass wir hier so ein Drive-Thru haben. Wir haben hier so ein kleines Durchfahr, so quasi ein McCafé to go. Ihr wisst, was ich meine, dass man aus dem Auto gar nicht aussteigen braucht. Und das finde ich klasse. Sowas in einer Stadt, das kann man gut integrieren, wo ja eigentlich so eine City aus Klemmerstein ja immer eigentlich ja nur von den Straßen und den Sachen, die darauf abspielen und den Schienen lebt. Also meine Meinung. Wobei, das stimmt auch nicht. Es lebt durch die Klemmbausteine. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde hier das sehr interessant. Autos. Ich arbeite viel mit Autos und daher passt das. Wenn ich etwas schnell rede, liegt es daran, dass es schon mein dritter Kaffee ist. Und Freunde, hier auch schnell noch erwähnt, dies Modulare finde ich richtig klasse, dass wir hier ein tolles Außendesign haben bei Mold King geschenkt. Schauen wir uns die Rückseite an, denn da wird es noch besser. Da ist quasi die Jakobskrönung der Rückseite, denn wir haben hier schöne Bilder von dem schönen Interieur, das wir bauen. Hier mit einer Barista-Bar. Da auch Kaffeebecher dürfen nicht fehlen. Hier sehen wir auch nochmal ein bisschen Eindruck an der Kaffeebar, wo wir warten müssen, wo wir unseren Becher kriegen mit Namen drauf. Hier die einzelnen Lounge-Ecken und da, wo wahrscheinlich die Kekse gebacken werden. Und da sehen wir sie, Freunde. Und hier nochmal ein Foto angedeutet von dieser Einfahrt. Ha, Freunde. Ich freue mich jetzt wirklich wie ein kleiner Junge auf seinen ersten Kaffeebecher, denn das muss ich euch noch sagen, Freunde, dass das Set ab 8 Jahren ist, finde ich nicht gut. Ab 8 Jahren sollte man keinen Kaffee trinken, sonst wird so ein Mensch raus wie ich, der immer hibbelig ist. Freunde, so, also jetzt ein kleiner Schnipser noch und dann schauen wir uns das Innenleben an. Ja, Freunde, da haben wir 6 Tüten auf dem Bautisch liegen, plus eine extra Beleuchtungstüte, da kommen wir gleich zu. Die Anleitung, die normal gebunden ist in so einer Heftform, nicht geknickt,
Relativ dünn finde ich ganz gut. Und eine graue 32x32er Grundplatte. Normalerweise, Freunde, baue ich ja immer auf grünen Lego-Platten. Ich weiß nicht warum, das ist so ein Favorite von mir. Ich mag das. Aber da wir ja hier wahrscheinlich verschiedene Einschubböden haben, es ist ja modular und ich nicht weiß, wie viele von den Noppen wir hier sehen, bauen wir heute ausnahmsweise mal auf der mitgelieferten, hier in Dark Blue Gray gehaltenen Grundplatte. Ja, ganz normal, kennt ihr. Also, wir haben hier wieder die typischen Mode King Tüten 1 bis 6, pickepacke voll, natürlich die guten Gobrick Steine, wahrscheinlich werden ein bisschen die Transklierteile wieder zerkratzt sein und so weiter und so fort. Das besprechen wir aber nach dem Bauen. Wichtiger ist halt hier die Anleitung. Ich habe schon gesehen, wir haben einen sehr, sehr großen Stickerbogen dabei. Bei Mode King ist ja selten was geprintet und ihr seht es hier schon. Wir haben 283 Bauschritte, bis wir fertig sind, auf der Seite 93. Ich bin echt mal gespannt. Hier seht ihr, wie man baut. Wir sehen hier, wir arbeiten uns von der Tüte 1 bis 6 vor. Wir fangen hier an mit der Tüte 1 und brauchen dann diese Steine. Was wir bauen, ist rot umrandet. Also eigentlich ganz einfach, ganz simpel, kennen wir so. Und es hält sich auch immer in Grenzen, finde ich, was die Bausteps angeht. Wobei, naja, hier wird schon ein bisschen... Bin mal gespannt, weil viel Schwarz-Weiß, das kann ja auch ins Auge gehen. Zur Beleuchtung, die werden wir verbauen, das machen wir ja immer so. Was ich euch nur sagen will, es gibt viele Leute, die trauen sich nicht dran, die mögen die Beleuchtung nicht, die lassen sie weg. Freunde, wenn ihr sie weglasst, sammelt sie. Und wenn ihr euch zum Beispiel eines der neuen Mode King Speed Champion Autos gekauft habt oder auch von der letzten Serie, da könnt ihr dieses Beleuchtungskit benutzen. Ihr fädelt das einfach hier unten durch die Löcher ein, klebt die Streifen hier oben drauf und habt ein super cooles beleuchtetes Display-Böckschen. Ne? Weil hier habt ihr ja immer alles dabei, Batteriebox und Kabel und diese LED-Stripes zum Aufkleben. Deswegen schmeißt sie nicht weg, pinnt das damit auf. Die gibt es zwar auch fertig, habt ihr vielleicht bei meinem letzten Video gesehen, findet ihr oben auf dem i. Aber ich finde, wenn ihr die überhaupt, das schreiben mir viele halt, dass diese nicht verbauen, dann könnt ihr eure Displayboxen damit pimpen. Kleine Hilfe von mir. Ja, Freunde, ich kann es kaum erwarten. Ich brauche schon wieder einen neuen Kaffee. Ich merke, ich werde ruhiger. Viel Spaß euch jetzt beim Speedbuild. Hier aber noch zum Thema Geschwindigkeit und wegen Kaffee. Das Set baut jetzt hier meine liebe Freundin, denn sie ist quasi eine Weltmeisterin im Wegklemmen. Ich bin mal gespannt, wie schnell sie diese 2700 Steinchen hier wegklemmen kann. Also ich baue jetzt hier nicht selber, weil ich keine Lust habe, sondern einfach nur, weil wir mal einen kleinen Geschwindigkeitsrekord intern bei uns bei Familie Blockstar aufstellen möchten. Deswegen schauen wir mal, wie schnell die liebe Hedda das hier wegklemmt. Freunde, euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und beim Speedbuild. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und Freunde, wir sprechen heute natürlich über dieses köstliche braune Getränk oder schwarz, je nachdem, welches uns morgens oft den Tag etwas leichter zu ertragen macht und uns aufweckt und auch schön wärmt. Kaffee ist halt ein echter Stimmungsmacher. Für seine anregende Wirkung ist es bekannt und beliebt, doch Koffein kann noch mehr. Wissenschaftler der Harvard School of Public Health fanden heraus, 2 bis 3 Tassen Kaffee pro Tag verringern das Risiko, an einer Depression zu erkranken, um 15%. Allerdings wurde diese Wirkung des Koffeins bislang nur bei Frauen nachgewiesen. Gar nicht so ungesund, dieser Kaffee. Weitere Studien deuteten zudem darauf hin, dass Kaffee sich positiv auf die Gedächtnisleistung bei Alzheimer-Patienten auswirken könne. Außerdem erhöht Kaffee den Blutdruck ein bisschen, daher sein Stellenwert als Muntermacher. Weniger bekannt, Bohnenkaffee ist eine gute Quelle für das B-Vitamin Niacin, das sogenannte Vitamin B3. Kaffee wirkt auch schneller als Tee. In Sachen Muntermacher stehen sich ja zwei Lager gegenüber. Während die einen auf Kaffee und Espresso schwören, bevorzugen den anderen schwarzen oder grünen Tee. Belebend wirken sie beide. Kaffeeindiz hat einen höheren Koffeingehalt als schwarzer oder grüner Tee. Die Wirkung setzt nach ca. 15 Minuten ein. Der Wachmacher-Effekt ist schnell und intensiv, hält aber nicht besonders lange an. Für viele Kaffeetrinker reicht diese aber meist völlig auf, um Müdigkeit oder Erschöpfung entgegenzuwirken. Kennt ihr auch den größten Mythos rund um Kaffee? Der böse Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Es gibt halt wohl keinen größeren Ernährungsmythos, der sich so hartnäckig hält wie die vom Flüssigkeitsräuber Kaffee.
Dabei weiß man längst, dass Kaffee sogar in die tägliche Flüssigkeitsbilanz mit eingerechnet werden kann und somit keine schlechten Auswirkungen auf unseren Körper hat. Koffein stimuliert lediglich kurz die Nierenfunktion und wirkt leicht harntreibend. Eine Dehydration ist aber selbst bei großem Kaffeedurst nicht zu erwarten. Allerdings, wegen seiner anregenden Wirkung ist der Muntermacher nicht als simpler Durstlöscher geeignet, den man literweise trinken sollte. Hier ist und bleibt Wasser die allerbeste Alternative. Gänsewein ist fein. Aber wie vorhin schon gesagt, Koffein gibt es ja nicht nur in Kaffee. Kaffee hat zwar mit einem Anteil von 58% bei deutschen Erwachsenen die Hauptquelle ausgemacht für den Wachmacherstoff Koffein, er steckt aber noch in anderen Lebensmitteln. Natürlicherweise zum Beispiel in Kakao und dadurch auch in Schokolade. In, wie schon erwähnt, schwarzen oder grünen Tee. Künstlich versetzt wird auch, und das weiß ich leider zugute, so mancher Energy- und Softdrink mit diesem Wachmacherstoff. Und jetzt, Freunde, möchte ich mal eine Lanze brechen. Auch koffeinfreier Kaffee schmeckt. Eine Alternative für die, die auf guten Geschmack von Kaffee trotzdem nicht verzichten möchten, sind Sorten, deren ein Großteil des Koffeins entzogen wurde. Diese schmecken, sofern der Hersteller hochwertige Bohnen verwendet, kaum anders als normaler Kaffee. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kaffeebohnen den Koffeingehalt zu entziehen. Ein Verfahren ist das Entkoffinieren mit Lösungsmitteln, bei denen die ungerösteten grünen Kaffeebohnen erst im heißen Wasser oder Dampf eingeweicht und dann über mehrere Stunden mit Lösungsmitteln behandelt werden, die das Koffein aus den Bohnen und dem Wasser spülen. Die Stoffe gelten zum Teil als potenziell krebserregend. Und obwohl sie sich beim anschließenden Trocknen der Bohnen weitestgehend verflüchtigen, ist unklar, ob Reste, die an den Bohnen verbleiben, gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Kaffeebohnen, die mit CO2 oder mittels Wasser und Aktivkohle entkoffiniert wurden, gelten als unbedenklich. Angaben über die Art der Entkoffinierung findet man auf der Verpackung. Ich trinke ganz gerne entkoffinierten Kaffee, ein schweres Wort. Muss aber jetzt gestehen, beim Raussuchen der Fakten, dass ich selber mal prüfen muss, ob das mit Lösungsmitteln oder mit CO2 passiert ist. Ja, Freunde, das waren jetzt ein paar Fakten rund um das Thema Kaffee. Kaffee hat alleine kulinarisch und kulturgeschichtlich so eine Menge zu erzählen, dass ich euch in den nächsten Videos auch etwas zum Thema Kaffee erzählen werde. Nicht, weil ich jetzt seit neuestens der größte Kaffeetrinker bin, was ich aber schon geworden bin. Nein, einfach, weil ich ja noch zwei andere Kaffeegebäude in der Pipeline habe und euch da die Fakten natürlich nicht vorenthalten möchte. Quellen zum Set und natürlich auch die Quellen, wo ich meine Fakten her habe, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, meine Freunde. Euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Review und wir hören uns ja gleich wieder, wenn ich euch noch ein paar Sachen erzähle. Bei den Detailfotos. 5,5 Stunden später steht das Gebäude. Eine, finde ich, gute Zeit für 2728 Steinchen. Und nicht vergessen, hier musste ja auch noch Elektronik rein. Das Kaffeehaus MK Coffee von Osso Young designt. Also hier ein Mode King Set mit einem Designer. Kein geklautes oder umgebautes Set. Wobei man hier sagen muss, das Set gab es ja wohl schon mal. Ich habe jetzt auf meiner Infokarte ja 2021 geschrieben, aber ich glaube, es ist schon länger bei Mold King im Einsatz. Das Set hat eine Beleuchtung und die Anleitung für die Beleuchtung habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Das mache ich jetzt nach und nach bei allen Mold King Häusern, die ich euch mal vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich immer vor, Beleuchtungsanleitungen zu drehen, aber warum euch nicht die Anleitung, sofern sie mir vorliegt, beipacken. Zum Beispiel bei dem Chanel-Gebäude aus Amsterdam müsst ihr auch mal drunter gucken. Da findet ihr jetzt auch die PDF-Anleitung zum Beleuchten. Und das Set hier, die 16005, hat auch ein Beleuchtungskit. Das werde ich euch später vorstellen. Ich habe es nur erstmal hier hingestellt, damit ihr mal einen Vergleich bekommt gleich zum Gebäude. Da gibt es nämlich einen Punkt, der mir gar nicht so gefällt. Optisch ist es natürlich ein Hingucker. Ich finde, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, es sieht ein bisschen aus wie ein Kaffee-Vollautomat. Und man kann auch viele Sachen rausschieben. Und ich habe euch ja gesagt, naja, hier hat man einen Drive-In. Das stimmt nicht so ganz. Eigentlich ist es nur eine Unterführung zum Parkplatz. Hier muss man gucken,
wo ist vorne, wo ist hinten. Ich würde sagen, dass das hier vorne ist, weil hier vorne hat man auch einen Eingang und hat hier eine kleine Außenbarista, würde ich sagen, und hier halt den Weg nach hinten auf den Parkplatz. Und wir können auch schön hier mit unseren 8 Noppen breiten Autos da durchfahren. Das ist kein Problem, also gerade so. Ich habe mal hier extra einen von Moltke genommen, den Senna bzw. P1 Machine, der passt da gut durch. Also dieses Gebäude passt so eigentlich nicht so richtig in ein normales City-Layout, weil uns hier der Bürgersteig fehlt, es sei denn, ihr definiert das hier als Bürgersteig, aber dann ist das mit den Pfeilen schwierig. Wenn ihr es auf Baseplates baut, ist nicht weiter schlimm, denn da muss man dann eh noch mal ein bisschen anbauen für den Bürgersteig. Aber Freunde, jetzt rede ich die ganze Zeit hier so über das Drumherum und gar nicht über die Optik. Sie sieht cool aus. Ich habe euch gesagt, Kaffee-Vollautomat, von außen Hammer. Ich habe euch gesagt, man kann viele Sachen abnehmen. Ist wirklich so, denn wir haben ja hier auch Beleuchtung drin. Und ich finde es gut, dass wir hier für mich zum ersten Mal beim Bauen auch richtig einen Beleuchtungsschacht haben. Wir haben sonst immer das Problem, dass man, hier sieht man es ganz gut, oft diese Batteriebox nicht weiß, wo man sie hinpacken soll. Hier haben wir extra ein Fach. Hier liegt es alles drin. Und ich muss euch sagen, es hat bei uns auch ein bisschen gedauert, weil wir eins dieser dünnen Käbelchen durchgetrennt haben. Und ich habe es dann ganz fachmännisch repariert hier mit Tesaband. Also überhaupt nicht. Ne? Wie würden Fachleute sagen, don't try this at home. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich kippe jetzt mal hier und da seht ihr, hier haben wir einen Schacht, wo die ganze Batterie-Geraffel rein kann. Und ich schalte es jetzt erstmal ein, dass ihr seht, es leuchtet alles. Da seht ihr schon mal, dass es leuchtet. Das war genau das, was ich repariert habe. Und schon leuchtet die ganze Bude von außen. Also hier in der untersten Etage und auch ihr seht es hier oben in der obersten Etage. Optisch von draußen viele Fenster, viel schwarz. Man muss aufpassen bei den Riffelsteinen hier unten, dass man das Muster immer richtig macht. Also einmal horizontal, einmal vertikal. Ich halte es jetzt mal gegen die Kamera, dass man sieht, hier an diesen Riffelsteinchen, da muss man aufpassen. Bei den Klebern muss man aufpassen, die sind nämlich alle immer einen Tucken größer. Da sieht man ganz gut hier zum Beispiel, wo es ein bisschen übersteht. Und auch beim großen Logo, was ja eigentlich eine Nixe ist, hier steht es auch ein bisschen über. Das ist wohl leider in letzter Zeit bei Moltke-Sets öfter so. Jetzt schauen wir von außen nochmal einmal hier in der Nähe rundherum. Ich feiere einfach total dieses Schwarz-Braun und dann halt diese LEDs und diesen Stripe, den man hier oben rumklebt. Das ist super. Also ich mag Novatown wirklich, dass man immer die Beleuchtung dabei hat. Und schaut mal hier, volles Barista-Erlebnis. Man schaut durch, man hat hier Kaffee in der Kaffeemaschine. Hammer. Und von vorne halt, hier unten auch, kann man reingucken, schaut. Also ohne Witz, wenn man hier so ein kleines Foto macht, mit der richtigen Perspektive, könnte man denken, es wäre ein echtes Gebäude. Ja, Freunde, und hier oben halt, ne? Klimaanlagenheizung, perfekt. Jetzt machen wir einfach mal das, was man machen kann hier nämlich. Ich habe ja gesagt, Kaffee-Vollautomat. Wir versuchen mal, den Restkaffee zu wechseln oder den Filter. Klemmt auch sehr gut, wie ihr seht hier, typisch gute Moltke-Steine. Und wir haben hier oben ja hier Fliesen, die sind zwar ein bisschen batschig jetzt, aber gar nicht so doll verdreckt. Gut hier, dass Transclear ist, ein bisschen Transmilk. Wie auch, da bleibe ich beim Kaffee-Vollautomaten, wie der Milchbehälter, der nach einer gewissen Zeit auch so aussieht, aber nicht weiter schlimm. Also ihr seht auch, nur ein bisschen verzogen. Es klemmt so gut, dass wirklich alles drauf bleibt. Und jetzt, Freunde, schaut mal rein in die gute Stube. Ich weiß ja nicht, wie ihr euren Kaffee trinkt, aber das sieht wirklich nach Premium aus. Schaut mal hier. Da hat man hier unten die Farben vom Kaffee Latte, hier schöne weiße Schokolade, richtig geile Bautechnik mit diesen Käseecken einfach nur reingelegt zu diesem, ja, fast Ritterkreuz, würde ich sagen. Man hat dann hier eine schöne Bar und die Bar ist sowieso richtig gut dargestellt. Aber Freunde, so zeigen ist das eine, rausnehmen das andere. Ich habe es euch ja gesagt. Das ist hier quasi ein Kaffee-Vollautomat und ihr seht, es klemmt so gut, dass diese Leiste eigentlich hier drauf bleiben sollte, immer mit abgeht. Wir können nämlich in diese Bar reingucken. Da haben wir es. Kaffee, Fruit Juice und Milk Tea, alles bekommt man hier. Also es sieht wirklich aus wie bei dieser großen Kaffeerösterei aus Seattle. Herrlich, hier gibt es wirklich nichts, was einen zum Wünschen überlässt. Und vor allen Dingen auch hier ganz geil mit den Jumper Plates, diese schwarzen Schubläden. Sieht auch sehr, sehr edel aus. Also packen wir an die Seite, haben wir hier. Und dann haben wir hier dieses Mittelstück. Das finde ich auch gut hier, wie so ein Griff. Ich sage ja, Kaffee-Vollautomat. Wir können hier auch nochmal diese Etage rausnehmen. Und da haben wir dieses Muster, was ich euch gerade gesagt habe, was man nur reindrückt. Also es würde rausfallen, wenn es nicht so eng geklemmt wäre. Wir haben hier edle Sofas mit durchsichtigen Tassen.
Und wir haben da hinten etwas zum Lesen und zwei, ja, Cups mit voll auf, ja, Kaffee Latte oder so, die sich lieb haben. Ganz, ganz nett. Also nicht nur Schokoriegel und Milch lieben sich, auch hier diese zwei Kaffeebecherchen. Ja, packen wir an die Seite und jetzt gucken wir nach unten, denn unten ist irgendwie, finde ich, noch viel mehr los. Das können wir leider nicht auseinandernehmen, aber ich versuche es euch hier zu zeigen. Schaut mal hier die Bar, auch mit diesem kleinen Sitzeckchen, mit den gestapelten, das kennt man ja auch, Bechern zum Mitnehmen, die Mischung für zu Hause, die Kaffeedosen, die Keksdosen, richtig cool. Und auch hier diese Wall, wo man sehen kann, was man haben möchte. Den Triple Soy Latte mit Caramel Shot, Sugar Free and Baiser Topping to go in two pair. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, das kann man da theoretisch ablesen. Und man sieht hier die Cupcakes da, ne? Carrot Cake. Und für einen Huni kriegt man da einen Kaffee wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber Freunde, es sieht Hammer aus. Dieses Gebäude macht nicht so Spaß zu bauen. Es ist so viel schwarz und weiß. Ne? Aber das Ende von der Modularität, von dem, was man innen drin hat, das ja, belohnt einen dann. Es ist wirklich wie der letzte oder der erste frische Kaffee, Tassenbrühung am frühen Morgen. So ist dieses Set von innen. Von außen dann hier ein bisschen, ja, Kopfsteinpflaster. Und so, das Design von außen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, erinnert mich an eine Kaffeemaschine. Darüber kann man sich streiten. Witzig finde ich auch hier diese Bumper, dass man da nicht gegenfährt und so, ne? Aber sonst, was das Gebäude hat an zum Rausnehmen, man kann auch viele Minifiguren platzieren. Man muss natürlich die ein oder andere Plate dann hier unten, die 2x2er gegen eine Jumper Plate austauschen. Aber sonst finde ich es richtig, richtig cool. Wir haben hier natürlich welche, wo wir Figuren draufstellen können. Aber bei manchen Regionen, gerade auch oben, haben wir dann keine mehr. Gerade bei den Sitzen, da müsst ihr ein bisschen nachregeln. Sonst hier, sag ich mal, normales Fußvolk zum Laufen, die können wir drapieren. Und auch die Barista. Also schaut, dass ihr euch da ein paar Minifiguren besorgt. Das habe ich im Vorfeld auch gemacht bei Bricklink. Da gibt es die ein oder andere Figur, die halt ja, Barista ist. Und es gab ja auch diesen kleinen Kaffeeladen als GWP, diesen Kaffeewagen. Daraus kann man auch eine dieser Figuren nehmen. Und auch hier eine Ampel, rot-blau. Warum jetzt blau, weiß ich nicht. Aber ob dann der Kaffee fertig ist, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht wirklich ein Drive-Thru, wie ich dachte. Was mich ja eigentlich erst zu diesem Set gebracht hat, ne? Aber nicht weiter schlimm. Es hat Spaß gemacht zu klemmen und es hat mir gezeigt, ne? 2800 Steinchen klemmt die liebe Hedda in 5,5 Stunden weg mit Kabel verlegen. Also ich finde, dass Hedda hier auch ein bisschen ehrenhalber Elektrogesellen ist. Und ich Meister, weil ich habe es ja repariert mit quasi Kaltverlötung, wenn ich das mal so sagen darf. Kleiner Spaß. So, jetzt klemmen wir es wieder zusammen. Über die Steinequalität ist ja wirklich, gibt es nichts zu meckern, kann man nichts sagen. Es ist halt nur ein bisschen milchig und es klemmt fast schon zu gut, weil wir hier wirklich die Plate, die sich sonst durchbiegen würde. Ja, ich habe ein paar Mal jetzt schon beim Vorfeld, weil ich muss mir ja auch das Gebäude angucken, muss ja auch hier prüfen, was ich euch erzähle, habe ich schon ein paar Mal das Dach auseinandergerissen, weil es fast zu gut geklemmt hat. Das kann man echt so sagen. Jetzt aber das, was ich am Anfang euch gesagt habe, kleiner Schwachpunkt. Wenn man jetzt das Gebäude wie hier in die City stellen will, wie macht man das? Macht man es so? Na, ihr seht, passt nicht, weil fährt man über den Bürgersteig, die Pfeile passen da nicht. Macht man es so? Ja, der Pfeil sagt hier, fahr auf dem Bürgersteig. Macht man es so, hört der Bürgersteig quasi auf und das Grün ist verschwendet. Und macht man es andersrum, fehlt halt der Bürgersteig komplett. Ich würde es aber, glaube ich, wirklich so hinstellen. Muss man halt nur gucken, dass man halt hier dann eine fette, böse Wand hat. Da muss man schauen, wie man es macht. Und vor allen Dingen, egal wie man ein Gebäude gegenstellt, man verbaut hier immer irgendwie die Lichterfronten, die Glasfronten, weil wir haben ja hier eine Glasfront, wir haben da Glasfronten. Also wie man es baut, ist immer irgendwie ein bisschen blöd. Ihr müsst also hier, wenn ihr es in der Stadt bauen wollt, auf jeden Fall noch ein bisschen Hand anlegen oder was drumherum bauen oder euch einfach einen Parkplatz dazu bauen. Fände ich aber nicht schlecht. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung mal zu dem Set unten in die Kommentarspalte. Es gibt jetzt noch ein paar Detailfotos und dann sehen wir uns gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, ihr bekommt hier nochmal ein paar Detailfotos von dem Gebäude. Mich würde mal interessieren, ob ihr das gut findet, dass ich am Ende immer euch nochmal diese Bilder präsentiere, weil ich finde, wenn ich etwas zeige, manchmal das ein oder andere Detail so gar nicht wahrnehme.
weil ich euphorisiert bin oder man gar nicht so gut das einfangen kann mit der Kamera in der Hand und noch nebenbei reden. Deswegen jetzt hier diese Detailbilder. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass wir hier doch von einem Drive-In sprechen können. Denn diese Barista-Front nach außen, die könnte ja an einer Straße oder einem Weg stehen und die Pfeile unter der Unterführung weisen dann den Weg nach draußen, so wie wir das auch von manch anderen Burger-Breta kennen. Also hat dieses Gebäude doch irgendwie einen Drive-Thru und der Jörn ist dann doppelt glücklich. Doppelt glücklich sind wahrscheinlich nicht die Elefanten, die für den teuersten Kaffee der Welt sorgen. Ihr kennt ja bestimmt die Geschichte von diesen indonesischen Katzen, die die Kaffeebohnen essen, ausscheiden und dann wird der Kaffee teuer verkauft. Ja, aber in Thailand gibt's nochmal einen obendrauf. Dort werden Elefanten mit Kaffee gemästet. Das gleiche passiert, der Kaffee fällt hinten wieder raus und ihr könnt dann für 40 Euro pro Tasse einen dieser leckeren Benjamin Blümchen Kaffees trinken. Oh ja, Freunde, Kaffeepause zu Ende. Genau wie das Review von der 16036, dem Kaffeehaus von Moldking. Ich habe ja wirklich nicht viel zu meckern, habt ihr vielleicht gemerkt. Wenn ihr auch Mecker-Videos sehen wollt, dann müsst ihr eh woanders zuschauen, nicht bei mir. Denn mir machen diese Sets, die ich mir selber besorge, ja auch immer Spaß. Und dieses Set hier hat doppelt Spaß gemacht. Erstens hat es meiner Freundin super Spaß gemacht zu bauen. Und mir hat Spaß gemacht, doch ein bisschen an der Kabellage rumzufummeln. Auch wenn es blöde ist, dass so ein Ding kaputt gegangen ist. Das ist ärgerlich. Ich habe also auch wirklich nur diese zwei, drei Punkte, dieses Kabel, was mir gerissen ist, gerade von der tollen Beleuchtung hier unten, was ich aber wieder fixen konnte. Die milchigen Scheiben vielleicht und dass die Form so ein bisschen klobig ist. Aber wenn man sich so ein Haus kauft, dann weiß man das ja vorher. Diese ganze Modularität und das ganze Innenleben, das wiegt es dann wieder auf. Und was auch ganz cool ist, dass wir wieder ein paar Steinchen über haben. Nicht so viele wie sonst beim Moldking, irgendwie ein bisschen wenig. Aber hey, am Ende haben wir ein Haus. Und wenn es ein bisschen was on top geht, reicht das ja auch. Freunde, das war Nummer 1, was Kaffeehäuser angeht. Denn ich habe noch zwei weitere Kaffeehäuser, auch von Moldking, hier im Angebot. Ja, man könnte meinen, die Chinesen haben richtig Bock auf Kaffee. Dabei kommt der ja eigentlich aus Brasilien-Afrika oder Indien. Ich weiß es gar nicht. Schreibt mir es mal unten in die Kommentare. Mich würde eh interessieren, Freunde, wie trinkt ihr euren Kaffee am liebsten? Ich bin ja erst seit einem halben Jahr Kaffeetrinker. Ich habe wirklich früher Kaffee gehasst. Jetzt aber notgedrungen trinke ich gerne Kaffee. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welches eure liebste Kaffeesorte ist, also Milch, Pharisäer, wie auch immer. Schreibt mir das bitte mal rein und dann noch was, weil ich einfach nur mal rückversichern will, dass ich keine Klatsche habe. Kennt ihr auch sowas, dass man sein Leben lang Sachen gehasst hat und auf einmal sie total gerne hat? Also jetzt lebensmitteltechnisch, was Frauen und so weiter angeht, will ich gar nicht wissen. Aber kennt ihr das? Vielleicht habt ihr 39 Jahre lang Rosenkohl gehasst und auf einmal liebt ihr es? Also das würde bei mir nicht in den Sinn kommen, aber beim Thema Kaffee ist das so bei mir. Bitte lasst mich das in den Kommentaren wissen. Dafür sind wir doch da als Community, oder? In diesem Sinne, Freunde, ich werde mir jetzt keinen Kaffee mehr reinziehen, denn ich glaube, mein Bluthochdruck ist schon bei 210. Aber ich werde jetzt Gas geben zum nächsten Kaffeegebäude von Moldking. Lasst euch überraschen, welches das wird. In diesem Sinne, Freunde, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blogster.